So, mein Mann, wir haben heute ein Thema mit einer überaus undurchsichtigen Lage. Es geht um den YouTuber Miguel Pablo. Wie sicherlich einige schon mitbekommen haben, war der YouTuber Miguel Pablo in psychischer Behandlung. Man kann sagen, er ist komplett abgestürzt. Er hatte Drogenprobleme, hatte finanzielle Probleme, hat anscheinend falsche Freunde gehabt und ist dann schlussendlich in der Psychiatrie gelandet. Nun hat sich Miguel Pablo wieder auf YouTube zurückgemeldet, allerdings mit überaus eher verstörenden Videos. Wenn man die letzten Videos von ihm betrachtet, dann wirkt das so, als ob sich Miguel Pablo inmitten einer Verschwörung sieht. Er macht unterschiedlichen Personen und Institutionen Vorwürfe. Zum einen kritisiert er die Polizei, er kritisiert seine Hausbank, er kritisiert seine Eltern, er kritisiert seine ehemaligen Freunde. Ebenso kritisiert er seinen Steuerberater sowie auch seinen Rechtsanwalt. Und eines zieht sich wie ein Faden durch seine Videos. Es geht um den YouTuber Mirko Rosig. Mirko Rosig war anscheinend ein sehr guter Freund von Miguel Pablo und Miguel Pablo hatte, laut eigener Aussage, Mirko Rosig einiges auch anvertraut. Das Ganze soll dann so weit gegangen sein, dass Mirko Rosig auch Zugang zu dem Konto, zu dem Bankkonto von Miguel Pablo hatte. Miguel Pablo wirft Mirko Rosig vor, dass er seine Freundschaft zu ihm ausgenutzt hätte und ihn um 50.000 bis 200.000 Euro betrogen hätte. Von Mirko Rosig gab es hierzu bis heute noch keine Stellungnahme. Miguel Pablo macht momentan den Eindruck, dass er ziemlich große Probleme hätte. Er redet davon, dass sein Konto im Minus wäre. Er unterstellt unter anderem seinen Bankberater, dass er dafür gesorgt hätte, dass er sein Konto so sehr im Minus hat. Des Weiteren befindet er sich gerade in einer Suite eines Hotels und von dort aus dreht er Videos und hier schauen wir einmal rein. Ich war zu der Zeit voll abhängig von Mirko. Ich habe ihm gesagt, ich vertraue nur ihm, ich habe heftig Angst vor meinem Vater, heftig Angst vor meiner Bank, heftig Angst vor Polizei, heftig Angst vor meiner Versicherung, heftig Angst vor meinem Steuerberater und ich habe Mirko gesagt, er soll sich um alles für mich kümmern. Damals wollten wir eine Penthouse-WG aufmachen in Berlin. Ich wollte Mirko 50% geben, ich wollte 50% haben. Mirko hat 100% genommen, mein Konto leer geräumt. Das ist die Wahrheit, Leute. Jedenfalls an euch alle, an meine Volksbank, an meinen Bankberater und natürlich an meine lieben Eltern und an alle, die mir so krass geholfen haben die letzten Tage und nicht verstanden haben, dass ich einfach nur mit diesen drei Videos einfach Mirkos Leben zerstören wollte und seine Karriere, weil er mich damals mies gefickt hat. So, an euch alle, danke, dass ihr mir dabei geholfen habt, ihn zu ficken. Und jetzt kann ich schön die nächsten Tage mir einen neuen Anwalt in Berlin suchen, mir eine neue Polizeistelle suchen und mir eine schöne neue Bank, wahrscheinlich die Ingwer. Wie gesagt, die Lage ist gerade ziemlich undurchsichtig. Man kann schlecht heraushören, was nun stimmt und was nicht. Aber man muss davon ausgehen, dass Miguel Pablo gerade ziemliche Hilfe braucht. In Videos, die er zuvor veröffentlicht hat, sieht man ihn auch unter anderem mit einer Bong, also einem Gerät, womit man Cannabis konsumiert. Und das, obwohl Miguel Pablo im Vorfeld, aber auch im Nachhinein beteuert hatte, dass er von den Drogen losgekommen wäre. Er hat davon gesprochen, dass er in der Vergangenheit sehr viele Psychosen hatte und diese Psychosen wären auch auf die Drogen zurückzuführen. Des Weiteren hat er sich auch stark optisch verändert. Seine Haare sind kurz geworden, er hat Tattoos im Gesicht. Also das Ganze wirkt wie ein Hilfeschrei. Man kann nur hoffen, dass man ihm irgendwie helfen kann, dass dieser Hilfeschrei nicht ungehört bleibt. Einige Dinge, die er behauptet, wirken wie eine abstruse Verschwörungstheorie, also zum Beispiel, dass sein Bankberater ihm 5.000 Euro genommen hätte und dieser Bankberater unter einer Decke mit diesem Mirko Rosig stände. Also das wirkt alles ziemlich komisch, was er da zum Teil auch erzählt. In jedem Fall kann man sagen, es geht ihm momentan alles andere als gut. Dafür sprechen seine äußerlichen Veränderungen, dafür spricht sein Kontostand und dafür sprechen auch die Inhalte seiner Videos zurzeit. Es ist jedenfalls zurzeit sehr undurchsichtig, sehr verwirrend, was er gerade veröffentlicht auf seinem Kanal. In jedem Fall kann ich sagen, wir bleiben an dem Thema dran und ich bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime!